Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 7. Wir sind auf der Jagd nach Evelyn in der Salzmine. Und sind hier wirklich ganz am Ende. Die Schrotflinte rettet uns gerade das Leben. Nicht? Ja, weil wir keine Muni mehr haben. Also wir haben doch Muni, aber... Okay, wir haben jetzt keine Flintenmunition mehr. Wir müssen mal gucken. Oh Gott! Zum Glück habe ich die Flinte mitgenommen. Wir haben nichts mehr, um uns zu heilen. Wir brauchen Chemikalien. Nochmal? Nochmal? Ganz schnell, ganz schnell. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Ethan, schneller. Schneller, Ethan. Wow. Geht's richtig ab? Gib mir noch Chemikalien. Ich bräuchte Chemikalien. Oder Heilzeug. Was ist das? Ja! Arzneimittel. Jo! Jo! Das lobe ich mir. Dankeschön, liebes Spiel. Und... Ah, da! Was ist das? Was ist da drin? Nochmal. Ne, Flintmunition. Auch sehr gut. Da liegt auch was. Arzneimittel. Sehr schön. Das lobe ich mir, das lobe ich mir. Boah, wie wenig Flintmunition wir haben. Das ist eigentlich echt traurig. Ich habe nicht auf die Flinte mehr geachtet. Es tut mir leid, liebe Flinte. Aber im letzten Teil bist du gar nicht, also im letzten Stück bist du gar nicht aufgetaucht. So. Ah ne, wir müssen hier hoch. Ah, okay. Ich bin echt aufgeregt. Was jetzt noch am Ende kommt. Mikro. Moment. So. Ach so. Moment mal. Ne, habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ich wollte Psychotikum mitnehmen. Eigentlich. Ach, da. Mhm. Ne, ich habe gedacht, ich hätte sie jetzt nochmal summen gehört. Ich guck mal, ob hier noch irgendwas ist. Schieb dich durch. Da sind auch diesmal keine Krabbelviecher.
Jo, wir können hier speichern. Karte des Bergwerks. Und speichern. Danke. Als ob ich den PC dabei ausschalten würde. Oh, guck mal, hier ist noch was. Starke Arznei. So, jetzt kann ich ihn nicht mehr kaputt schießen. Da ist der Rollstuhl. Ist das geil gemacht, mal ganz im Ernst. Dieses Spiel... Das habt ihr sehr gut gemacht, Capcom. Sehr gut. Oh, eine Puppe. Ist das die Puppe aus der Demo? Moment mal, wir sind im Keller von der Demo. Wir sind wieder im Haus. Wir sind wieder im Haus. Bin ich sicher? Oh. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! E001. Ja. Sie. Okay. Okay. Gut. Sind wieder im Haus. Keine Zoe. Mia. Was ist deine Schuld? Warum sehe ich das? Ja, warum? Ethan, ist okay. Ist okay, ich bin. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Töte ihn, Mami. Das hättest du nicht tun dürfen. Das tat verdammt Bill. Wenn Bill nicht mein Daddy sein, dann soll er sterben. Jetzt ist Mami dran, dich zu töten. Okay. Nicht durch. Das ist wie im Traum hier. Ich gucke mir noch mal alles an. Aber wir müssen wahrscheinlich nach oben. Du wirst einer von uns werden. Und dann spielst du vielleicht mit uns. Ich spiele nicht. Schaff das weg von mir! Du hast
hast mich immer angeschaut. Warum? Was? Ich will hier nochmal langlaufen. Oh, die Musik ist voll traurig. Heißt das, wir müssen Mia töten? Oh, das ist voll traurig. Und hier ist... Das ist auch gruselig mit dem Kind. Aber es ist voll... Ich will nicht. Müssen wir nach oben? Ich hab, also, am Anfang habe ich gedacht, boah, ey, die doofe Kuh, aber jetzt ist, also, ich möchte die Mia mit nach Hause nehmen. Bleib weg! Oh. Das nicht. Oh. Wie block ich denn nochmal? Aha, okay. Okay, ich weiß jetzt, wie ich blocke. Nein, wollte ich nicht. Nein, nein. Lass mich. Geh weg! Okay. Ah, oh, ey. Das ist... Nein, nicht! Was denn? Weiß nicht. Okay, ich komme. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nein! Nein, nein, nein! Du. Okay, 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 okay. Okay. Hilfe? Ich schieß einfach drauf. Ich schieß einfach drauf. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Die hat doch ziemlich menschliche Züge, ne? Wenn sie denkt, alle hassen sie. Ich kann... Okay, das war falsch, was ich gemacht habe. Neu starten? Frau Evelyn, können Sie nicht fliegen? Greifen Sie wiederholt an und versuchen Sie, ihr aus dem Weg zu gehen, ja? Gut, das haben wir schon gesehen. Haben wir hier irgendwie... Okay. Dann... Schnell, schnell. Er schießt sie... Oh! Was machst du? Was passiert? Was passiert? Sind wir jetzt tot? Habe ich das falsch gemacht? Ich habe einfach nur drauf geschossen. Ich bin jetzt ein großes Mädchen.
Okay, warte, warte. Ah! Du bist nur ein kleiner Junge. Oh. Oh. Oh, nein, 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 nein. Bitte, bitte, bleib mir vom Leib. Bitte, 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 bitte. No. No. Nein. Was macht, was passiert hier? Ich wollte nur eine Familie. Ja, es tut mir ja auch leid. Ich bin's aber nicht schuld. Waffe, Waffe, die Waffe. Die Waffe! Haben die mir jetzt einfach runtergeschmissen, aber machen nichts. Schluss mit den Spielchen. Für eine Waffe. Haben wir sie besiegt? Okay, schön wäre gewesen, wenn das, also, wenn sie rausgekommen wäre und... Ich rede gleich weiter. Ich bin Redfield. Gut, dass wir sie gefunden haben. Warum hat das so lange gedauert? Ethan? Mia. Du hast es geschafft. Ich bin froh. Hab ich? Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Ich hatte gerade Mias Verlust akzeptiert. Doch sie ist zurück und will von vorn anfangen. Das alles hinter uns bringen. Vielleicht öffnet sich so die nächste Tür. Geil. Es ist einfach ein so cooles Spiel. Redfield ist doch aus den vorherigen Teilen, oder? Also, und auch
die Umbrella Corporation hat eigentlich ein anderes Logo, oder? Und die waren jetzt ja die Guten. Also normalerweise sind die ja nicht die Guten. Krass! Ein super, super cooles Ende, fand ich. Also der Kampf war ein bisschen, wahrscheinlich auch, weil ich es auf einfach gestellt habe, sehr kurz. Aber die Geschichte, alles, alles super, alles gut, super gutes Ende. Mia haben wir gerettet. Oder Mia hat überlebt. Ich weiß nicht, wie sie rausgekommen ist. Hammer. So ein cooles Spiel. Was ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht hätte, wäre der Horrorfaktor. Also es war halt eher Survival und ein bisschen, also Survival mit Erschreckmomenten, aber nicht wirklich gruselig, fand ich. Hätte wirklich noch mehr sein können, aber so cool. Ich muss das jetzt erstmal verarbeiten. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und danke schön, dass ihr mich durch dieses Let's Play begleitet habt. Und ich habe gesehen, dass die neuen DLCs hierzu auch rausgekommen sind, also 2 Stück. Und die werde ich auch auf jeden Fall spielen im Anschluss. Ich weiß nicht, ob ich das Ende noch spielen werde mit Zoe, weil das ja doch ein ganz langes Stück ist, bis man dann wieder zum Ende kommt. Ja, aber sehr cooles Spiel. Sehr gut gemacht, Capcom. Hammer. Ich bin gerade geflasht und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder und spätestens beim DLC. Ich denke morgen. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss. Thank you.